Doch da kann man, glaube ich, sagen, Untersuchungsausschuss, den wird es ziemlich sicher geben. AfD und BSW werden zusammen auf mehr als 25% kommen. Beide fordern Corona-Untersuchungsausschuss. Das reicht im Bundestag, um den zu beantragen. Also da, das ist, glaube ich, ein Thema, wo man auf jeden Fall dranbleiben muss. Ich denke auch, ich bin auch ganz, also ich habe ja Friedrich Böllner jetzt zwei, dreimal schon erlebt, der ist auch da sehr, 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 sehr hinterher. Er hat auch in Bayern mehrere Vorträge zur Corona-Aufarbeitung gegeben. Was jetzt im Europaparlament, da ist natürlich die Reichweite immer ein bisschen begrenzt, weil ja, Europa ja, ist immer sehr, sehr weit weg und niemand hat Europa auf dem Schirm. Aber ich find gut, dass wir uns da sehr stark und deutlich positionieren. Und ich glaube auch, wenn wir auf, da auf dieses Viertelmehrheit bekommen, dann Viertelstimmen kommen, dann könnte ein Untersuchungsausschuss auch schon realistisch sein. Ich finde es auch gut. Da ist zum Beispiel so ein Punkt, ich meine, wir haben ja immer die ganze Zeit Diskussion BSW-AfD-Zusammenarbeit, da nützt es an der Stelle auch einfach massiv was. Da gibt es Ja, was einfach heißt einen Zusammenarbeit? Also, Vorteil. wenn die AfD, also, das ist ja aktuell die Parteilinie, korrigiere mich, wenn ich falsch liegen sollte, wenn die AfD jetzt einen Untersuchungsausschuss beantragt und das BSW das vernünftig findet, dann wird es zustimmen. Also, das ist ja aktuell die Genau. Parteilinie, das ist ja keine Zusammenarbeit, wenn man jetzt Ja, dieses für Wort mich da ist das verwenden auch will. keine Zusammenarbeit, aber es wird uns immer als Zusammenarbeit unterstellt. Ich meine, alles, was die AfD jetzt nicht als Nazi betitelt und irgendwie ein Regenbogen-T-Shirt trägt, mal dolle polemisch überspitzt, ist ja gleich Zusammenarbeit. Also, wie oft, ich wurde jetzt in den letzten Tagen auch massiv für Sachsen-Anhalt spezifisch gefragt, ob wir mit der AfD zusammenarbeiten. Und dann habe ich denen unsere Linie gesagt. Und für die Journalisten war ganz, ganz klar, das ist Zusammenarbeit. Also wenn die AfD einen Antrag stellt, der sinnvoll ist, Sarah bringt da immer schön das schöne Beispiel vom Himmel, der blau ist und nicht grün, und wir dem zustimmen, dann ist das für ganz viele schon eine ganz eklatante Zusammenarbeit. Das ist natürlich völlig albern, aber im öffentlichen Raum ist das total verschrien. Also nehme ich gerade total so wahr. Ja, das ist ja immer das Problem bei so allgemeinen Schlagworten. So funktioniert dann auch sehr leicht mediale Manipulation. Man wirft dieses Schlagwort Zusammenarbeit in den Raum und ein Teil versteht darunter Koalition. Ein anderer Teil versteht darunter dann, dass man einfach mal in irgendeiner Abstimmung, wo man einer Meinung ist, halt in einem Antrag des jeweils anderen zustimmt. Und ja, deswegen macht es da, glaube ich, Sinn, einfach jedes Mal die Linie zu erklären. Also, oder wie gehst du mit solcher Medienberichterstattung um? Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich kann manchen Journalisten kannst du das dreimal das Gleiche sagen und bei denen kommt es immer noch nicht an. Und da mache ich irgendwann einen Haken hinter und dann, ja, dann ist das für euch Zusammenarbeit, für uns ist das nicht. Das ist ja auch immer, was die Leute draußen sehen. Also generell die Berichterstattung, auch was mir jetzt in den letzten Tagen von einigen Journalisten um die Ohren geworfen wurde, ist schon heftig. Also, ich meine, es ist ja nicht nur, was die AfD angeht, es ist ja auch, was Russland angeht. Ich meine, dann erklären sie mir als jemanden, der wirklich weit nach der DDR geboren ist, dass wir irgendwie alle einen Sowjet Komplex hätten und alle DDR sozialisiert sind. Also wirklich völlig alberne Diskussion, die sie mit uns führen wollen. Oder springen die übelst, also wir sind alle Stalinisten und alle, Rainer Haseloff, unser Ministerpräsident, hat uns als neue Nationalsozialisten betitelt. Ist ja Das völlig habe ich gar nicht überzogen. mitbekommen. Das ist völlig, also ist das in einer eklatant überzogen. Ich hatte zum Beispiel die Taz am Sonntag angerufen gehabt und hatte gefragt, was denn meine Meinung zu diesen DDR-Bürgerrechtlern sind, die uns auch als nationale Sozialisten oder so betitelt haben. Das ist ja völlig, da frage ich mich immer, das ist eine völlig alberne Diskussion. Also auf das Level sich überhaupt reinzulassen und uns das allen Ernstes neutral ins Gesicht zu fragen, ist schon, also bei vielen Journalisten gibt es da keine Schmerzgrenze mehr. Die hauen das einfach raus und denken, das ist ihr Job, das ist die neutrale Berichterstattung über das BSW. Und das ist auch, also ich meine, das setzt sich überall in jedem Bereich fort, sei es jetzt bei der AfD-Zusammenarbeit. Hatten wir in Brandenburg den Fall gehabt, dass unser Spitzenkandidat Robert Krumbach also eine unklare Äußerung in einem Interview hatte, aber hat nie gefordert, das die AfD zu verbieten. Und trotzdem stand in jeder Medien, Krumbach setzt sich für ein AfD-Verbot ein. Jetzt hat er mehrfach in Interviews gesagt, dass das nicht der Fall ist und dass er sich dagegen stellt. Und jetzt bringen sie wieder alle Rückzug von These und alles, wie es wie doch nicht mehr gegen AfD-Verbot. Also niemand, den ich kenne im BSW, ist für ein AfD-Verbot, sondern ist, wenn dann, für eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser Partei. Aber die Medien schaden uns entweder, indem sie uns irgendwie massivst, da ich mal, wirklich in eine Ecke frame, die halt wirklich abstoßend ist. Oder sie bringen bewusst eben Content, der bei den Leuten dann wieder, also wie dieses AfD-Thema, Krumbach fordert jetzt hier ein AfD-Verbot ein. Das lesen die Leute und denken sich, ja, BSW ist dann ja genauso Teil irgendwie des Einparteienpreis. Und das ist immer so, findet der Zwist, den wir bei der Medienberichterstattung haben. Einerseits völlig überzogen negativ oder andererseits bewusst falsch ausgedruckt oder ausgedrückt in irgendwelchen Artikeln. Und das Ja. ist schon spannend. Also zwischen den beiden Sachen pendeln wir massiv. Ich glaube, da hilft es dann jedes Mal einfach stumpf die Parteilinie zu erklären. Ich glaube, da braucht man sich gar nicht auf das Wort Zusammenarbeit zu fokussieren, weil da Journalisten dann eh immer das reininterpretieren, was sie gerade am liebsten haben möchten. Ich